Vielen, vielen Dank und nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung an Frau Ratschikowska und Herrn Falkowski. Vielen Dank, dass ich hier heute Abend zu Ihnen sprechen darf und diese schöne Ausstellung einleiten darf. Ich werde etwas sagen zur Biografie von Raphael Lemkin, aber werde in gewisser Weise mich auf einzelne Aspekte konzentrieren. Also ich werde jetzt sozusagen Ihnen nicht nochmal den ganzen Lebenslauf hier heute präsentieren, sondern werde einzelne Aspekte beleuchten und werde auf der anderen Seite auch versuchen, ein bisschen einzugehen, eben auf das größere akademische Umfeld und das politische Umfeld natürlich. Also das ist so ein bisschen das Ziel dieses Vortrags, da noch etwas, ja, in die Breite zu gehen. Also ich habe noch eine, das ist etwas verrutscht, die PowerPoint ist hier etwas verrutscht. Im Großen und Ganzen geht es im ersten Teil eben um frühe intellektuelle Prägung. Dann werde ich ein bisschen was sagen über die Kriegsdiskussion zu deutschen Kriegsverbrechen und werde dann am Ende nochmal auf die Nürnberger Prozesse und die Genozidkonvention eingehen. Am 28. August 59 erlitt Raphael Lemkin einen schweren Herzinfarkt. Man weiß bis heute nicht genau, ob das im Büro seines Verlegers Milton Blow oder an einer Bushaltestelle geschah. Er starb kurze Zeit später auf einem New Yorker Polizeirevier in Midtown Manhattan und er wurde nur 59 Jahre alt. In seiner Wahlheimat nahmen nur wenige Menschen von dem vorzeitigen Tod des Juristen und mittellosen Gelehrten Notiz. Nach immerhin 3 Tagen erschien in der New York Times anstelle eines offiziellen Nachrufs ein kleinerer Kommentar. Inmitten von Kreuzworträtseln und Werbeanzeigen wurde der verstorbene polnisch-jüdische Immigrant und Holocaust-Überlebende als Crusader gewürdigt. Das ist jetzt leider durchgestrichen. Also das hatte ich gelb unterlegt als Crusader. Das lässt sich so im weiteren Sinne übersetzen mit christlich-abendländischer Kreuzritter. Jedoch ließ der namentlich nicht genannte Verfasser des Artikels keinen Zweifel daran, dass er Lemkin für einen Ritter von der traurigen Gestalt hielt. Nicht nur habe dieser eine vielversprechende zweite Berufskarriere an US-Elite-Universitäten, sondern am Ende auch Gesundheit und Leben geopfert, um einen aussichtslosen Kampf gegen Sklaverei, Entwürdigung und Mord zu führen. Mit seinem Tod könnten nun all jene aufatmen, die bei den Vereinten Nationen regelmäßig einen Bogen um Lemkin gemacht hätten, weil er für sie ein kauziger Sonderling und ein Störenfried war. Aufgrund seines frühen Todes müssten diese Diplomaten nun nicht mehr befürchten, von dem stets etwas gebückt gehenden Mann in den Fluren und Gängen des UNO-Gebäudes angehalten und gefragt zu werden, warum ihre Länder immer noch nicht die Genozidkonvention ratifiziert hätten, die er 48 ins Leben gerufen hatte. Und auch die Vereinigten Staaten selbst hätten jetzt einen weiteren Grund, die ungeliebte Konvention nicht unterzeichnen zu müssen, schrieb der anonym bleibende Weggefährte. Das ist das Zitat: Death in action was his final argument, a final word to our own State Department, which has feared that an agreement not to kill would infringe our sovereignty. Also im weitesten Sinne lässt sich das übersetzen, gefallen in der Schlacht. Das war sein letztes Argument, ein letztes Wort an unser eigenes Außenministerium, das einen Vertrag gegen das Töten fürchtet, weil dieser Vertrag die Souveränität unseres Landes beeinträchtigen könnte. Auch wenn der unbekannte Kommentator die Dinge bewusst in düstersten Farben zeichnete, dies nicht zuletzt aufgrund seiner eigenen Enttäuschung über die Außenpolitik, seines Landes, trafen die Einschätzungen doch im Großen und Ganzen zu.
Nach einer beispiellosen mehrjährigen Lobbykampagne, die 1948 mit der Verabschiedung der Völkermordkonvention durch die Vereinten Nationen gekrönt wurde, war es um den Urheber im Laufe der 50er Jahre zunehmend stiller geworden. Zwar mangelte es auch in dieser Zeit nicht an Ehrungen, Vortragsveranstaltungen und attraktiven beruflichen Angeboten. So wurde Lemkin als sogenannter Vater der Genozidkonvention bis zu seinem Tod nicht weniger als 10-mal für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen, unter anderem von dem bekannten US-Senator Thomas Dodd und dem Demokraten Emanuel Seller, von 23 bis 73 Vertreter des Bundesstaates New York im Senat, im amerikanischen Repräsentantenhaus, Entschuldigung. Anfang 1951, wenige Tage nach Inkrafttreten der Konvention, machte der damalige Professor an der Yale Law School nochmals auf sich aufmerksam, als er anlässlich des Koreakriegs davor warnte, dass kommunistische China könne womöglich einen Genozid planen, das auf die Auslöschung der westlichen Demokratien und des weißen Mannes zielen würde. Im Januar 1953, wenige Monate vor Stalins Tod, lenkte Lemkin den Schwerpunkt seiner Ratifizierungskampagne auf die Sowjetunion, die die Konvention damals noch nicht ratifiziert hatte. Kurz zuvor hatte die westliche internationale Presse unter dem Schlagwort jüdische Ärzteverschwörung über eine zunehmende Judenhetze und Säuberungswellen gegen jüdische Funktionäre im Umfeld des Kreml berichtet. Vor diesem Hintergrund warf er der sowjetischen Regierung vor, eigene Minderheiten, darunter vor allem sowjetische Juden, systematisch und bis hin zur Ausrottung zu verfolgen. Er forderte die Vereinten Nationen auf, eine Untersuchung einzuleiten und über mögliche Sanktionsmöglichkeiten gegen Moskau nachzudenken. 1955 wurde Lemkin schließlich von der Bundesrepublik Deutschland für seine Verdienste bei der Durchsetzung der Völkermordkonvention mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. In den Augen der westdeutschen Außenbeamten galt der Jurist als kosmopolitischer Idealist und Kämpfer gegen den Totalitarismus, während man seine jüdische Identität als Holocaust-Opfer lieber beschwieg. Alle Anerkennungen und Ehrungen konnten freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass Lemkin mit seinen Hauptanliegen, den Völkermord-Tatbestand in lebendes Recht zu transformieren, zu Lebzeiten scheiterte. Ein vorläufiger Tiefpunkt war im April 1953 erreicht, als der neue amerikanische Außenminister John Foster Dulles bekannt gab, die US-Regierung würde die Konvention nicht ratifizieren und die Reagan-Regierung hat das erst 1988 nachgeholt. Nicht zuletzt aufgrund der kompromisslosen Haltung der großen Westmächte USA und Großbritannien erlangte die Völkermordkonvention bis Anfang der 90er Jahre kaum praktische Bedeutung. Auch Lemkins zahlreiche wissenschaftliche und publizistische Arbeiten gerieten nach seinem frühen Tod schnell in Vergessenheit. Ein Großteil der ungeordneten Papiere wanderte in die New York Public Library, darunter auch die unvollendeten Memoiren Totally Unofficial und seine ebenfalls unvollendete dreibändige Geschichte des Genozids. Im Zeitalter des Kalten Kriegs musste der von ihm geprägte Neologismus als Projektionsfläche für unterschiedlichste geschichtspolitische Interessen herhalten. Lemkins Genozidbegriff wurde zu einer Metapher im ideologischen Schlagabtausch der rivalisierenden Staatenblöcke, zu einer Art Allzweckwaffe im Kalten Krieg. Der estnisch-norwegische Historiker Anton Weiss-Wendt, einer der besten Kenner der internationalen Geschichte der Konvention, hat deshalb in Bezug auf den Genozidbegriff zuspitzend von einem rhetorischen Verbrechen gesprochen. In diesem Diskurs habe sich nicht etwa die Sorge um menschliches Leid, sondern das geopolitische Blame Game der beiden Supermächte widergespiegelt. Das schwierige Verhältnis zwischen internationalem Recht, nationaler Identität und kollektivem Gedächtnis ist inzwischen vermehrt in den Blickpunkt der historischen Forschung gerückt. Und in meinem Vortrag möchte ich ein bisschen anderen Schwerpunkt setzen. Ich möchte eher auf das Zustandekommen der Genozidkonvention eingehen und möchte Ihnen unter anderem zeigen, dass
Lemkin in der Tat das Verdienst gebührt, durch die Entwicklung eines neuen Rechtsbegriffs auf Besonderheiten der nationalsozialistischen Besatzungspolitik in Osteuropa aufmerksam gemacht zu haben. Auf der anderen Seite griff er dabei aber auch auf Vorüberlegungen aus der Zwischenkriegszeit zurück, die zumeist von Juristen osteuropäischer Herkunft stammten, die im Umfeld des Völkerbunds tätig gewesen waren. Und im zweiten Teil des Vortrags werde ich mich dann mit der praktischen Bedeutung des Genozidbegriffs für die Nachkriegsrechtsprechung beschäftigen. Von Betz Wodne nach Warschau, frühe intellektuelle Prägung. Totally unofficial, Lemkins unvollendete Autobiografie, erschien erstmal 2013 in vollem Umfang bei Yale University Press. Der Titel war von einem Editorial der New York Times übernommen, wo die fehlende Unterstützung durch die Vereinigten Staaten beklagt worden war. Wörtlich hieß es dort, die USA und letztlich die ganze Welt solle sich ein Beispiel nehmen an dem außergewöhnlich bescheidenen Professor, ein Mann ganz ohne offiziellen Auftrag, wie es hieß. Das erste Kapitel, Early Years, vermittelt einen Eindruck von Lemkins Kindheit und Jugend im spätzaristischen Russland. Und ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis seines Nationalitätenbegriffs stellen seine Bemerkungen zum Verhältnis der verschiedenen Ethnien und Volksgruppen dar. Und es ist hier eben schon zitiert worden. Er sei in einem Teil der Welt aufgewachsen, der einst Litauen oder Weißrussland genannt worden sei, Polen, Russen, Litauer, Weißrussen und Juden hätten dort jahrhundertelang Seite an Seite gelebt. Zwar sei der alltägliche Umgang durchaus von Animositäten und auch offenem Kampf geprägt gewesen, doch ungeachtet aller Konflikte hätten die Bewohner eine große Liebe für die Städte, die Berge und die Flüsse miteinander geteilt. Zitat Lemkin: Es gab das Grundgefühl, durch ein gemeinsames Schicksal verbunden zu sein. Dieses habe verhindert, dass sich die einzelnen Volksgruppen gegenseitig völlig zerstört hätten. Eine gewisse Sonderstellung, so fügte er hinzu, sei jedoch traditionellerweise der jüdischen Minderheit zugekommen, während Russen und Polen um die politische Vorherrschaft in den betreffenden Gebieten stritten, hätten die Juden stets um das nackte Überleben gekämpft. Raphael Lemkin wurde am 24. Juni 1900 in Betz Wodne, ich spreche das sicherlich nicht richtig aus, entschuldigen Sie das bitte, einem kleinen Ort im westlichen Zarenreich, dem heutigen Belarus, als einer von drei Söhnen einer großen jüdischen Bauernfamilie geboren. Auf den ersten Blick scheint es eine unbeschwerte Kindheit inmitten von Dorfkindern und Tieren gewesen zu sein. Jedoch wurde das Glück dadurch getrübt, dass Lemkins Eltern ihren Bauernhof nur deshalb bewirtschaften konnten, weil sie monatlich neben der üblichen Pacht eine zusätzliche Geldsumme abzweigten, mit der sie die örtlichen Autoritäten, also speziell die lokalen Polizeichefs, bestechen mussten. Damit versuchten sie zu erreichen, dass die Polizeibehörden darüber hinwegsahen, dass es ihnen aufgrund zaristischer Judendekrete untersagt war, Land zu besitzen oder zu bewirtschaften. Wie Lemkin in seinen Memoiren weiter schreibt, erfuhr er als sechsjähriges Kind von den Pogromen, die sich 1906 im 50 Kilometer entfernten Bialystok ereignet hatten. Die Schuljahre in der nahegelegenen Kleinstadt Wolkowysk und in Bialystok waren offenbar von Diskriminierungen und Demütigungen geprägt. So berichtet Lemkin, dass alle jüdischen Schüler von ihren christlichen Mitschülern mit dem Namen Belis angesprochen wurden. Dies war der Name eines jüdischen Mannes, der des Ritualmords an christlichen Kleinkindern bezichtigt worden war. Nach dem Abitur im Jahr 1919 schrieb sich Lemkin zunächst an der juristischen Fakultät der Jagiellonen-Universität in Krakau ein. Durch die Gründung des Staats Polen am 11. November 1918 war er mittlerweile polnischer Staatsbürger geworden. Etwa ein Jahr später wechselte er an die Universität Lwów, die früher Lemberg hieß und heute Lviv heißt, in der Ukraine.
An dieser Universität hatte auch vor ihm der aus Galizien stammende Herr Lauterbach studiert, der später ebenfalls ein sehr renommierter Völkerstrafrechtler wurde. Als Folge des Zerfalls des Habsburger Imperiums und der sich daraus ergebenden polnisch-ukrainischen Konflikte war es 1918 in der multiethnischen Stadt zu einem massiven Pogrom an jüdischen Bewohnern gekommen, bei dem polnische Armeeangehörige Synagogen und Häuser in Brand setzten. Etwa 70 Menschen fielen den Ausschreitungen zum Opfer. Die antijüdischen Gewalttaten in Lwów und weitere Pogrome in Pinsk, Lida und Wilna, die sich im Frühjahr 1919 ereigneten, führten dazu, dass sich eine internationale Öffentlichkeit gegen die Gewalt formierte. Was habe ich jetzt mit? Das sind jetzt die alten Aufnahmen, die historischen Aufnahmen von Lemberg. Nachdem jüdisch-amerikanische Organisationen entsprechende Forderungen erhoben hatten, setzte der amerikanische Präsident eine Untersuchungskommission ein, an deren Spitze der Diplomat Henry Morgenthau Senior stand. Morgenthau, Spross einer Familie deutsch-jüdischer Einwanderer, war von 1913 bis 16 amerikanischer Botschafter im Osmanischen Reich gewesen. Und er hatte das dortige Genozid an den christlichen Armeniern verfolgt und als Initiator des Armenian Atrocity Committee die amerikanische Öffentlichkeit mobilisiert, Hilfsleistungen für armenische Überlebende zu leisten. Woodrow Wilsons Auftrag an Morgenthau lautete, gemeinsam mit der polnischen Regierung eine Untersuchung durchzuführen, die die Formen und Ursachen der Gewalt an jüdischen Zivilisten klären und Vorschläge für eine künftige Prävention unterbreiten sollte. Die polnische Regierung war von den Vorschlägen alles andere als begeistert, verfügte aber kaum über politische Handlungsspielräume. Ebenso wie in Bezug auf die Minderheitenschutzverträge, die dem jungen Staat 1919 vom Völkerbund aufgezwungen und in den Pariser Vorortverträgen im Volksmund auch das kleine Versailles genannt, festgeschrieben wurden, war man auch bei der Morgenthau-Kommission zur Kooperation gezwungen, wollte man nicht die Unterstützung der westlichen Großmächte und insbesondere die der Vereinigten Staaten verlieren. Obwohl Morgenthaus Bericht vom Oktober 19 nur von einzelnen Gewaltexzessen sprach und er damit den polnischen Staat vor dem Vorwurf eines koordinierten Pogroms in Schutz nahm, wurde die Untersuchung vor allem im rechten politischen Lager als Provokation betrachtet. Jüdische Aktivisten wie der britische Journalist Lucien Wolff, der 1917 Leiter der antizionistischen League of British Jews war, hofften hingegen bei der Internationalisierung des Problems einen wichtigen Etappensieg bei der Bekämpfung des Antisemitismus und der antijüdischen Gewalt in Osteuropa errungen zu haben. Obwohl die Literatur zu Lemkin und der Genozidkonvention inzwischen ganze Regalmeter füllt, wissen wir bis heute nicht, ob dieser die Arbeit der Morgenthau-Kommission wahrgenommen hatte. Unklar ist auch, welche Konsequenzen möglicherweise noch zu einem späteren Zeitpunkt aus diesem zwiespältigen Experiment internationaler Gewalt- und Konfliktprävention zog. In seinen Erinnerungen wird Morgenthau jedenfalls nur ein einziges Mal erwähnt, und zwar als Zeitzeuge und Tagebuchschreiber während des Ersten Weltkriegs, als er sich mit türkischen Verantwortlichen über deren Rationalisierung des Massenmords unterhielt und das Mindset der Genozidär zu ergründen suchte. Während die antijüdische Massengewalt im Zuge der postimperialen Neuordnungsphase nach 1918 in Lemkins späteren Schriften kaum thematisiert wurde, widmete er dem Schicksal der christlichen Armenier vergleichsweise viel Raum. Außer mit dem Genozid selbst setzte er sich auch mit dem aufsehenerregenden Berliner Mordprozess gegen Sogomon Telirian auseinander. Telirian, ein armenischer Revolutionär, der an die 100 Familienmitglieder verloren hatte,
mietete sich Anfang der 20er Jahre in einem Haus in der Berliner Hardenbergstraße ein. Er beabsichtigte, Rache zu nehmen an dem türkischen Innenminister Talat Pascha, der in unmittelbarer Nachbarschaft wohnte. Pascha galt als einer der Hauptbefehlsgeber des Genozids und hatte sich dem Zugriff der alliierten Strafverfolger in Berlin entzogen. Am 15. März 21 erschoss Telirian den türkischen Politiker auf offener Straße und stellte sich danach der Polizei. In dem Prozess sprach eine 12-köpfige Jury des Berliner Landgerichts den Angeklagten vom Mordvorwurf frei, angeblich wegen geistiger Überreizung. Dirk Moses hält es für wahrscheinlich, aber nicht nachweisbar, dass Lemkin den Berliner Prozess von Polen aus verfolgte. In seinen Memoiren stellte Lemkin dieses Ereignis rückblickend als eine Art Schlüsselerlebnis dar. Er sei bei der Abwägung von Argumenten, die für und gegen den Attentäter sprachen, zu dem Schluss gekommen, dass seine Gefühle zwar auf Seiten der Opfer liegen würden, Selbstjustiz aber trotz Massenmord nicht zu dulden sei. Vielmehr bedürfe es einer internationalen Norm, die die Staatensouveränität in solchen Fällen einschränken und das Töten aus rassischen oder religiösen Motiven unter Strafe stellen würde. Diese Überzeugung habe sich einige Jahre später bei ihm verfestigt, so Lemkin, als in Paris Sholom Schwarzbart wegen eines ähnlichen Attentats vor Gericht stand. Der bekannte ukrainisch-jüdische Anarchist hatte den ukrainischen Kriegsminister und Chef der ukrainischen Exilregierung Symon Petliura im Mai 26 in Paris ebenfalls auf offener Straße erschossen, weil er ihn für das antijüdische Pogrom des Jahres 18 verantwortlich machte, dem 14 seiner Familienmitglieder zum Opfer gefallen war. Auch in diesem Fall kam das Gericht zu einem Freispruch im Jahr 27. Und das anwesende Publikum soll dem Urteil mit dem Ruf Vive la France Anerkennung gezollt haben. Nach Meinung des amerikanischen Historikers James Loeffler bildeten die Jahre 26, 27 einen Wendepunkt in Lemkins intellektueller Biografie. Der Abschluss der Promotion an der renommierten rechtswissenschaftlichen Fakultät der Jan-Kasimirs-Universität, der Umzug nach Warschau und der anschließende Einstieg in den Justizdienst der Zweiten Polnischen Republik waren wichtige Wegmarken, spielten jedoch für seine Hinwendung zum Völkerstrafrecht nur eine nachgeordnete Rolle. Für bedeutsamer hält Loeffler hingegen den Umstand, dass sich Lemkin in dieser Zeit verstärkt politisiert habe. Nachdem er sich schon als junger Student an der Universität Lof für die zionistische Bewegung engagiert hatte, indem er Rechtskolumnen für jiddische Zeitungen schrieb, habe die Politisierung unter dem Eindruck des Staatsstreichs von 26 noch einmal deutlich zugenommen. Auch die Formierung einer globalen zionistischen Dachorganisation, in der sich die wachsende Frustration über das Scheitern der schon erwähnten Minderheitenschutzverträge niederschlug, habe dazu geführt, dass sich Lemkin dem zionistischen Internationalismus zuwandte. Für sein weiteres Wirken war dies insofern wichtig, als er sich ebenso wie andere politisch engagierte osteuropäische Juristen, also zum Beispiel Nathan Feinberg, Jacob Robinson, Julius Stone oder eben Herr Schlauterbach, an einer Weiterentwicklung des Völkerrechts beteiligte. Angestrebt wurde nun die Konstituierung eines jüdischen Kollektivs als künftiges Völkerrechtssubjekt. Offen war allerdings zum damaligen Zeitpunkt, ob es angesichts der traditionellen Staatenzentriertheit des Völkerrechts möglich sein würde, eine solche völkerrechtliche Anerkennung für eine imaginierte Gemeinschaft von Diaspora-Juden zu erreichen. Ich komme nun zur Diskussion über deutsche Kriegsverbrechen während des Zweiten Weltkriegs. Anders als im Ersten Weltkrieg, wo sich praktisch von Kriegsbeginn an
eine internationale Debatte über Völkerrechtsverletzungen und den Umgang mit diesen herausgebildet hatte, nahmen Diskussionen über das Thema Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg erst allmählich Fahrt auf. Dass es nach langer Zeit überhaupt zu einer koordinierten Kriegsverbrecherpolitik der Alliierten und ihrer Verbündeten kam, war vor allem den europäischen Exilregierungen zu verdanken. Dass sich die in London ansässigen Vertreter der Exilregierung für dieses Thema einsetzten, war allerdings keineswegs selbstverständlich. Denn wie Julia Eichenberg vor kurzem noch einmal klargestellt hat, hatte die Anerkennung nationaler Repräsentation und Staatlichkeit für die neuen Exilregierungen oberste Priorität. Da insbesondere das britische Foreign Office das Kriegsverbrecher-Thema mit großer Skepsis betrachtete, war es aus Sicht der Exilregierung bei der Verfolgung dieses ungleich wichtigeren Anliegens eher hinderlich. Eine führende Rolle bei der Verbreitung von Informationen der interalliierten Abstimmung und den diplomatischen Verhandlungen mit der britischen Regierung kam der polnischen Exilregierung zu. Dies hatte nicht nur mit Polens Rolle als ersten Opfer des deutschen Angriffskriegs zu tun, sondern hing auch mit den immensen Zerstörungen und Verlusten zusammen, die durch die extrem brutale deutsche Kriegsführung, die radikale deutsche Besatzungspolitik und die gewaltsamen Folgen des Hitler-Stalin-Pakts vom 23. August 1939 entstanden. Traditionelle Feindbilder und der Kollektivverdacht gegen Polen und Juden, den die NS-Führung vor der Invasion nochmals kräftig angeheizt hatte, führten dazu, dass deutsche Soldaten nach dem Einmarsch zahlreiche Übergriffe an Zivilisten und Kriegsgefangenen verübten. Bereits während der ersten Wochen der Militärherrschaft fielen dem Zehntausende zum Opfer. Und mein jener Kollege Jochen Böhler hat deshalb in Bezug auf den Polenfeldzug auch von einem Auftakt zum Vernichtungskrieg gesprochen. Zusätzlich operierten seit dem 1. September 1939 spezielle Einsatzgruppen von Gestapo, Kripo und SS auf polnischem Territorium, die vom volksdeutschen Selbstschutz unterstützt wurden. Deren Aufgabe bestand in der Ermordung der politischen und intellektuellen Führungsschichten des Landes und der sogenannten rassepolitischen Neuordnung, also der Überprüfung und Trennung der gesamten Bevölkerung in rassisch wertvolle und unwerte Elemente. Während Teile der christlichen Polen auf der Grundlage der sogenannten deutschen Volksliste als germanisierungsfähig eingestuft wurden oder Zwangsarbeit leisten mussten, galten sämtliche 2 Millionen im Lande lebenden polnischen Juden als schlechtrassig bzw. als Rassefeinde des deutschen Volkes. Sie wurden daher zunächst unter Sonderrecht gestellt, in unkoordinierten Raubzügen enteignet und mit dem Beginn der Besatzungsherrschaft gemeinsam mit etwa 30.000 besonders feindlichen Polen überwiegend in das Generalgouvernement abgeschoben. Dort wurden sie zunächst in Ghettos konzentriert, bevor in der zweiten Jahreshälfte 41 mit ihrer systematischen und unterschiedslosen Ermordung begonnen wurde. Infolge der radikalen deutschen Politik einer völkisch-biologistischen Flurbereinigung verzeichnete Polen unter allen vom Krieg betroffenen Ländern die proportional höchsten Verluste. Unter der Zivilbevölkerung von 35 Millionen Menschen überlebten mehr als 5,8 Millionen Menschen den Krieg nicht. Das waren gut 17% der Gesamtbevölkerung und gut die Hälfte der 6 Millionen Opfer waren polnische Juden. Obwohl die polnisch-tschechoslowakischen Beziehungen aufgrund des Verhaltens der polnischen Regierung in der Münchenkrise von 38 empfindlich beeinträchtigt war. Polen hatte damals die Gelegenheit ergriffen, sich einen Teil des Teschener Landes einzuverleiben. Obwohl die Beziehungen beeinträchtigt waren, kam es über die Kriegsverbrecher-Thematik zu einer allmählichen Annäherung der beiden Exilregierungen. Am 11. November 40, dem Jahrestag der polnischen Unabhängigkeit, gaben beide Regierungen eine gemeinsame Erklärung heraus,
in der sie die Vielzahl deutscher Besatzungsverbrechen auflisteten. Genannt wurden unter anderem die Zerstörung von Einrichtungen der Kunst, Wissenschaft und Kultur, die Zerstörung der Religion, der Raub von Eigentum, die Vertreibung der Bevölkerung, Deportationen und Einsatz zur Zwangsarbeit, die Ermordung von Intellektuellen und Exekutionen unter der Zivilbevölkerung. Wenige Wochen später brachte die polnische Regierung dann in der Londoner Times noch eine eigene Erklärung heraus. Dort warf sie der deutschen Reichsführung vor, gegen die Grundsätze der Haager Landkriegsordnung von 1907 zu verstoßen und eine Kette physischer und moralischer Gewalttaten zu verüben, die auf die Zerstörung der polnischen Nation hinausliefen. Wie Michael Fleming in seinem gerade erschienenen Buch In the Shadows of the Holocaust hervorhebt, war dies die erste alliierte Erklärung, die den Begriff der Denationalisierung verwendete. Ebenso wie die anderen Tatvorwürfe der Novembererklärung handelte es sich dabei um ein völkerstrafrechtliches Konzept, das nach dem Ersten Weltkrieg als neues Kriegsverbrechen entwickelt worden war und in die sogenannte Versailler Liste aufgenommen wurde, seinerzeit aber von den Alliierten nicht angewandt und umgesetzt worden war. Nach vielen erfolglosen Anläufen, die Briten und Amerikaner zu einem aktiveren Auftreten in der Kriegsverbrecherfrage zu bewegen, trat die polnische Regierung dann erstmals im November bzw. Dezember 1942 öffentlich gegen das Massenvernichtungsprogramm an den polnischen Juden an die Öffentlichkeit. Und am 25. November 1942 erschien in der New York Times ein Artikel über die Abschlachtung von Juden in Auschwitz. Am 10. Dezember übersandte Graf Edward Raschinski, der Außenminister der polnischen Exilregierung, seine berühmte Note an die Vereinten Nationen, diese sogenannte Raschinski-Note, in der eben von der systematischen Auslöschung der polnischen Bürger und jüdisch-polnischen Bürger und der jüdischen Bürger anderer europäischer Länder gesprochen wird. Aufgrund der verschiedenen Aktivitäten der europäischen Exilregierung auf dem Gebiet der Kriegsverbrecherpolitik, bei denen, wie ich schon sagte, die polnische Regierung eine führende Rolle einnahm, entwickelte sich London zu einem von zwei intellektuellen Zentren für die rechtswissenschaftlichen Diskussionen über die späteren NS-Prozesse. Und das andere Zentrum war New York. Diese Debatten blieben nicht rein theoretischer Art, sondern erlangten mit der Gründung der United States War Crimes Commission im November 1943 auch praktische Bedeutung. Zusammen mit der War Crimes Commission wurde ein polnisches War Crimes Office eingerichtet, das zwischen November 1943 und Juli 1945 insgesamt 41 Ermittlungsvorgänge eröffnete, die sich überwiegend auf die Tötung, Folterung und sonstige Terrorisierung von Zivilbevölkerungen bezogen. Insgesamt 13 von 41 Verfahren befassten sich ausschließlich mit jüdischen Opfern und den Verbrechen des Holocaust, der damals aber noch nicht so hieß. Aus der Summe dieser Anklageschriften ließ sich der totale Charakter der nationalsozialistischen Judenvernichtung zwar erahnen, wurde aber von den Ermittlern noch nicht explizit als solcher benannt. Laut Michael Fleming war dies erst im April bzw. Juni 1944 der Fall, als das polnische Kriegsverbrecherbüro dem UNWCC-Vorsitzenden Cecil Hurst zuerst eine Akte über das Vernichtungslager Treblinka und danach eine weitere Akte über Auschwitz sowie die Lager der Aktion Reinhardt vorlegte. Dort war unter anderem von einer biologischen Massentötung der Juden und der Vergasung ungarischer Juden die Rede. Eine der längsten Anklageschriften, höchstwahrscheinlich aus der Feder des polnischen Juristen Manfred Lax,
warf den Hauptangeklagten Hitler, Himmler, Frank, Göring und Goebbels vor, den bürgerlichen Tod ihrer Opfer beabsichtigt zu haben, um die unterschiedslose Ermordung aller Juden zu erreichen. Dies in Anlehnung an die Formel des Capitis de Minutio im römischen Recht. Bis heute können wir nicht mit letzter Sicherheit sagen, ob Raphael Lemkin die intensiven Diskussionen über eine Bestrafung deutscher Kriegsverbrechen wahrgenommen hat. Nach seiner Flucht über Schweden befand er sich seit April 1941 in den USA und wie Kerstin von Lingen schreibt, war Lemkin bei den entsprechenden Debatten seltsam abwesend, obwohl sich eigentlich spätestens nach der Publikation seines Werkes Axis Rule in Occupied Europe Überschneidungen hätten ergeben müssen. Das fast 700 Seiten starke Buch entstand in den Jahren 43-44, als Lemkin als Rechtsberater beim Board of Economic Warfare und für das Washingtoner Kriegsministerium tätig war. Das Buch Axis Rule ist insgesamt zu umfangreich, aber auch zu vielschichtig, als dass sich sein Inhalt hier in wenigen Sätzen wiedergeben lässt. Im Wesentlichen besteht es aus zwei Hauptteilen. Während in einem kürzeren Abschnitt der neue Straftatbestand Genozid, also Genos griechisch für Rasse, Stamm und Cidere lateinisch für Töten erläutert wird, werden im zweiten längeren Teil die German Techniques of Occupation am Beispiel verschiedener Länder verdeutlicht. Vielleicht kurz noch zu einer Besonderheit. Also es gibt eine auffällige Parallele zwischen dieser Studie und früheren Abhandlungen zur nationalsozialistischen Unterdrückungspolitik. Und diese Besonderheit liegt in diesem langen dokumentarischen Anhang von deutschen Gesetzen und Verordnungen, die eben ja der Ausplünderung, rechtlichen Diskriminierung und der alltäglichen Herabwürdigung der Besatzungsgesellschaften dienten. Der US-Ideenhistoriker Anson Rabinbach hat eben gerade mit Blick auf diesen Anhang von einem ungeheuer klugen, aber auch merkwürdigen Buch gesprochen. Das ist allerdings eben nicht so merkwürdig, wie es auf den ersten Blick scheint, denn in gewisser Weise war sozusagen dieser dokumentarische Anhang, also die Wiedergabe deutscher Gesetze und Verordnungen, bereits ein Stilmittel des Völkerbunds gewesen. Und zwar hatte ja 1935 der damalige Völkerbundbeauftragte für die Flüchtlinge aus Deutschland, James McDonald, ein sehr, sehr langes 50-seitiges Rücktrittsschreiben veröffentlicht. Er war von seinem Amt zurückgetreten, wegen der Erfolglosigkeit seiner Bemühungen. Und diesem Rücktrittsschreiben war damals ein sehr, sehr umfangreicher Anhang von Gesetzen beigegeben zur antisemitischen Gesetzgebung des Dritten Reichs. Also insofern greift er das hier möglicherweise auch auf. Also das ist jedenfalls zu vermuten, dass er das gekannt hat. Dieser Anhang war seinerzeit von dem polnisch-jüdischen Historiker Oskar Janowski zusammengestellt. In Lemkins Analyse deutscher Praktiken nahm die Rolle der staatlichen Bürokratie und die gesetzlich-administrative Form staatlicher Gewaltausübung einen besonderen Raum ein. Er wollte unterstreichen, dass man die Verbrechen an der Zivilbevölkerung keinesfalls als einzelne Exzesse oder sporadische Grenzüberschreitungen abtun könne, die der Ausnahmesituation des Krieges und der militärischen Besatzung geschuldet seien. Auch Widerstandshandlungen seitens der Besetzten könnten den besonderen Charakter der deutschen Maßnahmen nicht hinlänglich erklären. Stattdessen deutete Lemkin die Besatzungspolitik als koloniale Ordnung neuen Typs, die in letzter Konsequenz das Ziel verfolgte, das alteuropäische Nationalstaatsmodell über kurz oder lang vollständig zu zerstören.
So gehe es den Nationalsozialisten darum, ihr Vorhaben einer radikalen bevölkerungspolitischen Neuordnung nach völkisch-rassistischen Kriterien nach und nach im gesamten europäischen Raum umzusetzen. Und daraus ergab sich laut Lemkin, dass Genozid eben nicht nur ein Problem des Krieges, sondern auch eines des Friedens sei. Im Übrigen ging Lemkin davon aus, und hierin unterschied er sich beispielsweise von den Analysen eines Manfred Lacks, dass die radikale Behandlung der polnischen europäischen Juden nur der Auftakt zu einem viel umfassenderen bevölkerungspolitischen Projekt sei. Denn die Juden seien lediglich die erste Opfergruppe dieser Politik, einer blutsmäßigen Erneuerung, wie er es nannte, sodass schrittweise auch alle anderen nicht rasseverwandten Bevölkerungsgruppen von den Deutschen vertrieben oder getötet werden würden. Ja, und ich habe es hier mal kurz aufgelistet, was sozusagen die Besonderheiten jetzt dieses Genozidbegriffs waren. Also die Dinge, die man sich merken sollte, wenn man den Begriff hört. Also es geht eben tatsächlich um eine, das ist alles ganz wichtig, planmäßig koordiniert, systematische Zerstörung einer ganzen Nation oder ethnischen, nationalen, rassischen, religiösen, sozialen Bevölkerungsgruppe. Auch eben die umfassende bevölkerungspolitische Umschichtung mit dem endgültigen Ziel biologistisch-rassischen Dominanz. Das heißt aber eben auch, dass dieser Begriff der Germanisierungspolitik für ihn nicht ausreichend war. Also es war ja von, hatte ich schon gesagt, Denationalisierung die Rede, es war von Germanisierung zur Rede, aber die Rede, das war aber aus Lemkins nicht ausreichend, um den eigentlichen Charakter der NS-Bevölkerungspolitik zu erfassen. Und was auch interessant ist, dass er sagte, selbst wenn die Deutschen den Krieg verlieren würden, würden sie sozusagen aufgrund dieser radikalen Bevölkerungspolitik in der Lage sein, ihre numerische, physische und ökonomische Überlegenheit über Jahrzehnte hinweg noch auszuüben. Dann der dritte Punkt. Bei dem Genozidkonzept geht es um eine Erweiterung des traditionellen Kriegsvölkerrechts aus Den Haag und Genf. Es geht also tatsächlich darum, die Aggression gegenüber Zivilbevölkerung auch in Friedenszeiten mit in den Blick zu nehmen. Lemkin ging ja davon aus, dass die Deutschen es tatsächlich geschafft hätten, bestimmte Fortschritte und zivilisatorische Errungenschaften des traditionellen Völkerrechts wieder rückgängig zu machen. Er betrachtete das als Regression. Und insofern war er der Meinung, es bedürfe eines neuen Straftatbestandes. Schließlich und endlich ist ja dieser Begriff des Genozids auch vor allem ein Signalbegriff, ein Begriff, der darauf abzielt, eine als apathisch eingeschätzte internationale Öffentlichkeit aufzurütteln und sie auch zum aktiven Handeln, also zum Eingreifen bewegen. Lemkin hat sich ja immer einer sehr überspitzenden Rhetorik bedient und er hat tatsächlich in Bezug auf die Haltung der internationalen Öffentlichkeit, er meinte natürlich da in erster Linie jetzt die westlichen Öffentlichkeiten, von einem Doppelmord gesprochen, also ein Doppelmord einerseits, ein Mord der Nationalsozialisten, die massenweise Zivilisten abgeschlachtet hätten, aber eben auf der anderen Seite auch so etwas wie eine Verschwörung des Schweigens, so wie er es genannt hat, eine Verschwörung des Schweigens auf Seiten der westlichen Mächte und ihrer Öffentlichkeiten, die eben das hingenommen hätten und nicht eingegriffen hätten. Und sozusagen auch das sollte mit dem Genozidbegriff überwunden werden. Oder diese Haltung sollte regelrecht gebrandmarkt werden. Habe ich noch Zeit? Oder ich habe jetzt noch einen Abschnitt zu Nürnberg und dem... Ja, macht noch den. Gut. Ich komme zum Schluss. Das Thema Nürnberg und die Genozidkonvention, das kann ich jetzt hier natürlich sozusagen auch nur in sehr groben Zügen schildern. Also zum einen
Zum einen geht das Ganze ja los im Sommer 45 in London. Treffen sich die Rechtsexperten der vier alliierten Siegermächte, um über die organisatorischen Abläufe, aber auch über die Rechtsgrundlagen des geplanten Vier-Mächte-Tribunals gegen hohe Repräsentanten des Dritten Reichs zu beraten. Und am Ende dann dieser Beratung kommt heraus, das Londoner Abkommen und das IMT-Statut mit vier Hauptstraftatbeständen, Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verschwörung zum Krieg. Dieser Tatbestand Verbrechen gegen die Menschlichkeit 6c war auch schon nach dem Ersten Weltkrieg zeitweise von den Briten und Franzosen in den Blick genommen worden, war sozusagen als Straftatbestand geplant gewesen, aber am amerikanischen Widerstand gescheitert. Bei diesem Straftatbestand ging es um die Ermordung, Versklavung und Deportierung von Zivilbevölkerung, zudem um die Verfolgung aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen. Und schließlich, ja, habe ich hier noch aufgelistet, die Artikel 19 und 11, wo die Möglichkeit ins Auge gefasst wurde, eine Anklageerhebung wegen sogenannter Organisationsschuld, also wegen der bloßen Mitgliedschaft in einer Organisation oder Einrichtung, die von dem Gericht als verbrecherisch eingestuft worden war. Lemkins Genozidkonzept tauchte somit im Londoner IMT-Statut nicht auf. Das bedeutete allerdings nicht, dass der Begriff in Nürnberg keine Rolle gespielt hätte. Der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess begann am 20. November 1945 im Nürnberger Justizpalast und dauerte ungefähr ein Jahr. Und wie Lemkin nicht müde wurde zu betonen, hatten seine Ideen und Vorschläge in der einen oder anderen Weise tatsächlich Eingang in die Nürnberger Anklageschrift gefunden, obwohl sich die Jurorüberschaft durch diese verschiedenen Ideen nicht immer klar bestimmen lässt. Wahrscheinlich ist beispielsweise, dass sich die amerikanischen Regierungsbehörden, hier sehen Sie den amerikanischen Chefankläger Robert Jackson, dass sich die amerikanischen Regierungsbehörden bei der Entwicklung des Tatbestands Verschwörung auch auf Lemkins Buch Access Rule stützten. Wie erwähnt, zielte dieses Rechtskonzept unter anderem darauf ab, Verbrechen an deutschen und österreichischen Juden vor Beginn des Zweiten Weltkriegs zu bestrafen zu können. Also es ging ganz konkret um die Bestrafung von Übergriffen an systematischen Verbrechen an Zivilisten, die eben außerhalb der Kriegshandlungen vorgenommen worden waren. Auch die Idee einer Organisationsschuld und die Klassifizierung von NSDAP, SS und Gestapo als kriminelle Organisationen war erkennbar durch Lemkin inspiriert. Schließlich tauchte der Begriff Genozid ganz explizit im dritten Anklagepunkt Kriegsverbrechen auf. Dort war die Rede, hier unten, ich hatte es eigentlich auch markiert, jetzt ist es weg, im letzten Satz war die Rede von einem planvollen und systematischen Genozid, das auf die Vernichtung rassischer und nationaler Gruppen gerichtet sei. Als Gruppen namentlich aufgeführt waren Jews, Poles und Gypsies and others. Wie Alexa Stiller aufgrund ihrer Auswertung der IMT-Protokolle betont, machten alle vier Nürnberger Anklagevertretungen in unterschiedlicher Weise von dem Begriff Gebrauch. Während die Amerikaner es ablehnten, Lemkin in ihr Beraterteam aufzunehmen und auch seine Begriffsschöpfung nicht verwendeten, stellte Chefankläger Jackson und seine Mitarbeiter die in Übereinstimmung mit Lemkins Überlegungen die Totalität des Judenmords als eines Verbrechens sui generis heraus und betonten im Übrigen dessen historische Singularität.
Im Gegensatz dazu griff der britische Ankläger Sir David Maxwell Fife zwar auf den Genozidbegriff und auf Lemkins Buch im Kreuzverhör mit Konstantin von Neurath zurück, benutzte diesen aber, um damit Maßnahmen gegen die tschechoslowakische Intelligenz zu kennzeichnen. Der sowjetische Ankläger Roman Rudenko verwendete den Begriff nicht, sprach aber explizit von 3 Millionen ermordeten polnischen Juden und 118.000 tschechoslowakischen Juden, die auch von den Hitleriten oder Hitlerites, wie es hieß, umgebracht worden seien. Außerdem bezog er sich konkret auf die Ergebnisse der polnischen Untersuchungskommission, um die Opferzahlen in Vernichtungslager Treblinka und in Kulmhof zu beziffern. Ungeachtet der wiederholten Bezugnahme auf den Genozidtatbestand durch die nationalen Anklagevertretungen übernahmen die Richter in ihrem Urteil vom 30. September 1946 den Begriff nicht. So sprachen sie nur unbestimmt von einem deutschen Plan zur Vertreibung und Ausrottung der polnischen und sowjetischen Bevölkerung, um Lebensraum im Osten zu gewinnen, wie es hieß. Zu Lemkins großer Enttäuschung war das Gericht außerdem der Meinung, dass die Planung zur Entlosung der Judenfrage erst mit dem Überfall auf die Sowjetunion begonnen hätten und nicht auf die Vorkriegszeit zurückzuführen seien. In den amerikanischen Nachfolgeprozessen zum IMT spielte das Konzept eine deutlich größere Rolle, so etwa im sogenannten Ärzteprozess Fall 1 im Verfahren gegen Pohl und andere, also gegen das SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt Fall 4 und im Verfahren gegen Angehörige des Rasse- und Siedlungshauptamtes im Fall 8. Im Fall 4 gegen Oswald Pohl verwendete der Vorsitzende Richter Michael Musmerno den Begriff Genozid, um die Modernität der fabrikmäßigen Massentötung zu charakterisieren. In seinen Augen war Genozid demnach gleichzusetzen mit industrialisierten Tötungsmethoden. Schließlich soll an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass der Genozidtatbestand in den polnischen Nachkriegsprozessen gegen NS-Täter eine herausgehobene Rolle spielte. Wie die jüngeren Forschungen von Patricia Grzebik, sagen Sie nochmal? Grzebik. Patricia Grzebik, Gabriel Feinder und dem verstorbenen Alexander Prusin gezeigt haben, wandten polnische Gerichte, in erster Linie das Krakauer Oberste Nationale Tribunal, das Konzept des Genozids in den medial stark beachteten NS-Prozessen intensiv an, unter anderem in den Verfahren gegen den Gauleiter im Warteland Arthur Greiser, den Auschwitzer Lagerkommandanten Rudolf Höss und den Kommandanten Amon Göth. Dies hing nicht zuletzt mit der personellen Besetzung der NMT-Richterbank zusammen, zu der auch Lemkins früherer akademischer Mentor, der bekannte polnische Strafrechtler Emil Rappaport, gehörte. Bemerkenswert daran ist nicht nur, dass der Genozid-Tatbestand in das nationale polnische Strafrecht inkorporiert wurde, noch bevor 1948 die Genozidkonvention verabschiedet wurde. Vielmehr entsprach das polnische Strafrecht auch der ursprünglich von Lemkin vertretenen Konzeption, der zufolge es eine Norm des kulturellen Genozids geben müsse, die die koordinierten Angriffe gegen die polnische Sprache, Kultur und Religion unter Strafe stellte. Enttäuscht und verbittert über die vermeintlich geringe Anerkennung, die er in Nürnberg und die er in London und Nürnberg erfahren hatte, konzentrierte sich der gesundheitlich angeschlagene Lemkin in den späten 40ern vor allem auf die Aufgabe, seinen Genozidbegriff in internationales Recht zu transformieren. Er ließ die Wissenschaft weitgehend hinter sich und startete stattdessen eine Ein-Mann-Kampagne bei den Vereinten Nationen, um seinem Ziel Schritt für Schritt näher zu kommen. Mit der Unterstützung von Indien, Kuba und Panama gelang es ihm zunächst im September 1946, dass die UN-Resolution 96 zu Genozidverbrechen einstimmig von der Generalversammlung verabschiedet wurde. Und nach 18-monatigen Verhandlungen, die von zahlreichen Störmanövern der Briten und Sowjets und drastischen Einschränkungen begleitet waren,
folgte schließlich im Dezember 1948 die Verabschiedung der Genozidkonvention. Zwar war dies tatsächlich ein historischer Meilenstein für das Völkerrecht, doch begann damit auch die verstärkte politische Instrumentalisierung des Konzepts in und außerhalb der UNO. Dies wäre jedoch Gegenstand eines eigenen weiteren Vortrags. Ja, ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hätte noch einen kleinen Film, für den können wir nicht... Ich hätte jetzt eigentlich, es gibt ja noch diesen kleinen, dieses kleine Interview mit ihm, aber das kriegen wir, glaube ich, technisch jetzt nicht. Was? Also das ist schon gut, wenn wir persönlich das... Das ist da oben der Link, ja, genau. Also wenn es klappt, dann... Marek, also... Marek, wo sind die Geschichte? Okay, also da leider haben wir jetzt Probleme, aber vielen, vielen Dank. Vielleicht also zwei, drei Fragen, also da können Sie stellen. So bitte vielleicht, Sie können also da Mikro nehmen. Setzen oder? Nein? Okay, gut. Also da bitte eine Frage ganz hinten. Eine kurze Frage, woher hat er die Informationen bezogen über die Lage in Deutschland, als er in den USA war, in New York war? Auch über die bürokratischen Vorkommnisse in Deutschland, wie das alles vorgekommen ist. Woher hat er die Informationen bezogen? Ja, das ist in der Tat eine spannende Frage. Ja, Entschuldigung. Das ist in der Tat eine wichtige und spannende Frage, woher eigentlich die Unterlagen stammen, die er dem Access Rule beigefügt hat, also sozusagen diese akribische Dokumentation, die er dort erstellt hat. Das ist, denke ich, nicht so einfach zu beantworten. Also auf der einen Seite, gut, er ist ja noch bis Frühjahr 41 in Europa gewesen. Und hat sich da auch noch bewegt, jetzt in Litauen war er beispielsweise, also er hat so in Schweden, genau, also er hat da verschiedene Stationen absolviert und ich vermute, dass er eben, also bis 41 durchaus in der Lage war, und das war ja auch sein Metier, dass er eben Rechtsvorschriften studierte, er wusste, wie er da herankam. Und ich denke, dass er einerseits selbst recherchiert hat und auf der anderen Seite aber eben auch Mittelsmänner hatten, die ihn versorgt haben mit dem entsprechenden Material. Aber ich kann es nicht mit letzter Bestimmtheit sagen. Ich überlege gerade mal, weil ich mich auch damit beschäftigt habe, mit den Recherchen dieser OSS-Intellektuellen, ne? Das waren ja auch eine ganze Reihe von deutschen Immigranten, die in den Zweiten Weltkrieg im Auftrag des amerikanischen Kriegsministeriums ganz ähnliche Aufgaben gehabt haben, die eben auch versucht haben, auf der Grundlage sozusagen deutscher bürokratischer Gesetze und Verordnungen ein Anklagekonzept zu entwickeln. Und das war ja eigentlich das war so die Idee, dass man eben versuchte, sozusagen Herrschaftsprinzipien des Dritten Reichs gegen die künftigen Angeklagten zu wenden. Und die haben ähnlich gearbeitet. Und da bin ich aber jetzt auch unsicher, wie sie dort im Einzelnen angekommen sind. Die haben aber natürlich auch die Texte sammeln können, die... Okay, bitte, also vielleicht hier. Um auch auf die vorherige Frage zu antworten, Sie haben in Ihrem Vortrag die Dokumentations- und Informationsarbeiten der Exilregierungen erwähnt. Ich glaube, eine der ersten Weißbücher, diese von der polnischen Exilregierung, die German Crimes in Poland von 1942, die waren auch in den USA
herausgegeben, also dieses weiße Buch, und Lemkin hat sicherlich diese als Quelle benutzt und zitiert das auch in Axis Roll. Also das war so eine Sammlung von Berichten und auch der NS-Gesetzgebung unter der Besatzung. Also das war eine der neuen Quellen, die während des Krieges entstanden, zusammengesetzt wurden. Ich wollte Sie danach fragen, wie Raphael Lemkins Konzepte von anderen Juristen dieser Zeit, vor allem die von Ihnen erwähnte Deutsche oder die Exiljuristen aus dem deutschsprachigen Raum während des Zweiten Weltkriegs wahrgenommen, kommentiert wurden, ob es so Diskurse oder Dialoge mit dem Konzept von Genozid gab während des Zweiten Weltkriegs oder im letzten Jahr, und auch nach der juristischen Diskussion nach dem Kriegsende. Wir wissen, dass es in der bundesdeutschen Rechtsprechung keine Präsenz des Konzepts des Genozids in Bezug auf die NS-Verbrechen gab, aber ob es in der juristischen Diskussion um die Auseinandersetzung mit dem NS-Unrecht in den ersten Nachkriegsjahren dazu auch Äußerungen gibt oder ob dieses Konzept dann lebendig war. Sammeln wir zwei Fragen oder ja, und dann? Ja, okay. Jascha ist mein Name, guten Tag. Hallo Annette, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich hatte auch Fragen, die sich da ganz gut anschließen. Also die Frage nach dem Diskurs unter Immigranten, du hattest es ja schon angedeutet, die OSS-Intellektuellen Franz Leopold Neumann, Ernst Fraenkel, der 1940 erschien ja, glaube ich, der Dual State, der auch mit der Analyse von Rechtsvorschriften arbeitet. Aber auch, wie weit sah der Austausch aus? Lemkin war ja bis 34 Staatsanwalt in Warschau. Es gibt das Gerücht, er hätte zurücktreten müssen aufgrund des deutsch-polnischen Nicht-Angriffspakts damals. Ich weiß nicht, ob das substanziiert ist, aber er war ja auch regelmäßiger Gast auf den verschiedenen Foren, auf denen ein internationales Strafrecht diskutiert wurde, und musste ja auch mit NS-Juristen Begegnungen gehabt haben. Er setzt sich ja auch, das haben Sie ja hier auch ausgestellt, mit dem nationalsozialistischen Strafrecht auseinander. Ich weiß nur, dass 1936 das Internationale Institut für Verwaltungswissenschaften in Warschau einen großen Kongress hat, an dem beispielsweise Stuckart teilgenommen hat. August Jäger, der später die rechte Hand von Greiser wurde in Łódź. Gibt es dazu Erkenntnisse, wie sozusagen das also schon in den 30er Jahren von Lemkin rezipiert wurde? Danke. Ja, das sind sehr relevante Fragen. Ich glaube, ich habe da aber nicht die Lemkin-Expertise, um das letztlich beantworten zu können. Also es wird ja jetzt auch tatsächlich nochmal eine neue Biografie entstehen zu ihm, die James Loeffler wohl schreiben wird, hat er angekündigt. Aber im Großen und Ganzen muss man wohl zur Kenntnis nehmen, dass es während des Krieges, also während seiner Zeit beim amerikanischen Kriegsministerium, dass es da wohl keinen Austausch gab. Also das ist eigentlich der Stand der Forschung, dass er wirklich ein einsamer Wolf war. Also dieses Klischee des einsamen Wolfs, dass das tatsächlich eine historische Realität war. Und dass es kaum dort Berührungspunkte gab. Also es gab offenbar Kontakte zu dem Bernay, der eben auch an diesem Conspiracy-Konzept ja gearbeitet hat. Also da haben die sich ja überschnitten, da wird es wohl Kontakt gegeben haben. Und ich nehme auch an, dass es Kontakte gegeben haben muss zu Angehörigen dieses Instituts for Jewish Affairs,
Weil das ja, weil es ja doch da wirklich große Übereinstimmung gibt. Also diese ganze Idee eines Plans, eines koordinierten Plans, die ist ja in der Luft. Die wird sozusagen von vielen jüdischen Emigranten in den USA propagiert, weil sie eben dadurch den Dreh haben wollen, diese Staatensouveränität zu durchbrechen, um zu den Verfolgungspraktiken der 30er Jahre hinzukommen. Das ist ja sozusagen die Idee dahinter, dass man eben ein juristisches Argument braucht, um letztlich jetzt das Kriegsvölkerrecht so ein bisschen hinter sich zu lassen und eine besondere Qualität der Verfolgung in den 30er Jahren, die ganz stark eben auf einer gesetzmäßigen Politik, also einer Politik der gesetzmäßigen Ausplünderung und rechtlichen Diskriminierung stützt. Sie stützt diese Politik eben sozusagen zum Gegenstand auch von Anklageerhebung zu machen. Und deswegen konstruiert man dieses Konzept des langfristigen Plans. Ja, und da waren die alle dran mit unterschiedlichen Schwerpunktsätzen. Er hat eben ganz weit ausgeholt. Und das ist aber natürlich eben auch widersprüchlich. Also das muss man eben einfach sagen, dass natürlich, also wenn man jetzt seine Schriften liest, dass das eben auch extrem widersprüchlich ist. Einer sagt er, das ist ein Verbrechen, was es schon in der Antike gegeben hat. Dann sagt er aber wieder, es ist etwas ganz Modernes, ganz was Neues. Also das macht es eben dann auch nochmal doppelt schwer, sozusagen das zu analysieren, wo das jetzt herkommt. Nochmal zu der Nachkriegsdiskussion in der Bundesrepublik. Auch das, glaube ich, ist noch ein Thema, was unbedingt erforscht werden muss. Ich habe das ja auch nur sehr oberflächlich angekratzt in meinem Buch. Ja, das ist erstmal eine politische Initiative, die von den Sudetendeutschen ausgeht, die sich ans Auswärtige Amt wenden und sagen, wir brauchen hier jetzt die Genozidkonvention für uns, für kommunistische Vertreibungsverbrechen. Und Lemkin will ja die Bundesrepublik auch zur Ratifizierung bringen und der ist dann eben, steht dann bereit und sagt also, ja, wir wollen hier jetzt diesen Genozidstraftatbestand auch im bundesdeutschen Strafgesetzbuch haben. Und das Kuriosum ist dann halt, dass es ein völlig totes Recht ist. Also dieser 129er hat ja überhaupt keine Bedeutung, auch noch nicht mal jetzt in der jüngeren Zeit, sondern da tritt dann ja irgendwann das Völkerstrafgesetzbuch in Kraft. Also es ist eigentlich reine Symbolpolitik, weil man ja dann dieses absolute Rückwirkungsverbot der Verfassung hat, über das man immer angeblich nicht hinaus kann. Ja, und deswegen wird es nicht angewendet, aber es gibt mit Sicherheit auch eine Diskussion unter Staatsrechtlern, unter Strafrechtlern der Bundesrepublik, die aber noch nicht erforscht ist, würde ich mal sagen. Zwei letzten Fragen. Zunächst vielen Dank für Ihren Vortrag, hat mir sehr gut gefallen. Wenn ich Lemkin richtig lese, war seine ursprüngliche Konzeption des Begriffs wesentlich holistischer als das, was am Ende rauskam. Also er hatte andere Aspekte, soziale Aspekte, kulturelle, religiöse, ja fast auch sogar moralische Aspekte in seinen ursprünglichen Ausführungen drin. Was dann am Ende in der Konvention rauskam, war eine abgespeckte Version davon, was natürlich damit zu erklären ist, dass er auch ein Kind seiner Zeit war. Wir waren noch vor der Dekolonialisierung der Welt. Die Hälfte der Welt war unterm Joch der Kolonialisten noch. Können Sie über diesen Konflikt ein paar Sätze verlieren? Also sein ursprüngliches Konzept und das, was am Ende bei rauskam? Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein ganz inspirierendes Forschungsthema, weil ja diese Diskussion, die geht ja eigentlich los, schon bevor eben die Genozidkonvention in der UN verabschiedet würde. Und wie Sie richtig gesagt haben, man spricht ja immer von der Human Rights Revolution der 70er Jahre. Da
was dran, denn ich meine, wir haben so ein ganzes Tableau von internationalen Verträgen, Konventionen, und das Ganze fängt mit der EM-Charta an. Wir haben dann ja die Menschenrechtserklärung, die Genozidkonvention, noch die Europäische Menschenrechtskonvention. Und die Debatten, die verlaufen aber schon sehr frühzeitig so, dass im Grunde die beteiligten Mächte Nürnberg, dass sie eben doch bemerken, dass das Ganze sich verselbstständigt und dass sozusagen die Gefahr besteht, dass ob sie selbst zurückfällt. Also ich hatte ja gesagt, dass die Briten und die Sowjetunion ziemlich stark zurückgerudert sind, noch im Vorfeld der Verabschiedung der Konvention. Und das hängt eben ganz klar damit zusammen, dass die Briten befürchtet haben, dass die Idee eines kulturellen Genozids ihnen in den Kolonien auf die Füße fallen wird, während eben die Sowjets absolut dagegen waren, dass eben politische Gruppen als Opfer des Genozids in Betracht kommen. Und da hatte man schon sozusagen erstmal dann Zaun eingezogen und so ging das dann im Grunde auch weiter. Also man hat versucht sozusagen ganz minimalen, das auf dem minimalsten Nenner zu belassen. Und die Amerikaner haben dann ja noch mal ihre eigene Konfrontation gehabt, als die Afroamerikaner mit dieser Petition We Charge Genocide an die Öffentlichkeit getreten sind. Also da war dann für die USA klar, da werden wir nicht mehr. Also es war natürlich ein innenpolitischer Streit, aber es zeigte sich ab, dass es mit der Ratifizierung sehr, sehr schwierig werden würde. Und das war dann ja auch so. Vielen, vielen Dank. Das war eine sehr spannende Diskussion und vielen Dank für Ihren Vortrag. Wir könnten wahrscheinlich also noch lange darüber sprechen, also über viele Aspekte von Lemkin, Lemkins Afterlife, also Nachgeschichte, auch also im Kontext von Kalten Krieg, im Kontext von aktuellen Kontexten. Es gibt viele Themen, manche von diesen Themen also werden wir in Begleitveranstaltungen zu dieser Ausstellung zeigen oder diskutieren. Am 10. März gibt es Pariser Plenar mit Professor Sirhi Pohi zu Holodomor. Also das werden wir mit Sirhi aus Harvard sprechen, über Holodomor, und am 15. März organisieren wir ein Seminar, ein Blog-Seminar, also auch zu Blindspots von Research, von Forschung, Lemkin-Forschung und die Forschung, die diese Kreuzung zwischen internationalem Recht, kollektive Gedächtnis und Identitäten beschreibt. Also da, wenn jemand Interesse hätte, also da an diesem Seminar teilzunehmen, sehr gerne, das ist eine gute Gelegenheit, auch mit Forschern aus Polen, also die dazukommen, auch die Forscher, die jetzt gerade die neue Biografie von Lemkin, also da diese Polenzeit von Lemkin schreiben, also wie Piotr Madajczyk, und wir hoffen auf Kontakt mit Ihnen. Vielen Dank, und auch jetzt ist auch Gelegenheit, einfach durch die Ausstellung zu gehen. Vielen, vielen Dank, Frau Professor Weinke, vielen, vielen Dank für das Publikum und vielen, vielen Dank für das ganze Team von Pilecki-Institut in Berlin. Also der Tomek Stefanek hat für manche Leute erwähnt. Also ich würde noch dazu, also der Anna Bobczuk, Patrick Szostak, Marek Kowalczyk und viele, viele andere, also Leute, die daran beteiligt waren. Und nochmal, ich möchte mich bei Ihnen bedanken.